Hallo liebe Fans, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer auf meinem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen. Ich habe heute ein Weihnachtsspecial für euch. Weil ich nicht zu euch in die Konzertsäle kann und ihr nicht zu mir kommen könnt, habe ich einfach beschlossen, wir laden euch ein zu uns nach Hause an den Kamin. Ich habe Lukas Naczynski als Begleitung mir auserwählt heute. Er wird sozusagen seine wunderbare Gitarrenkunst präsentieren und ja, ich bringe ein kleines Weihnachtsspecial von meinem Wohnzimmer in euer Wohnzimmer. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Bitte schön, Herr Kapellmeister. Sind die Lichter angezündet? Freude zieht in jeden Raum. Weihnachtsfreude wird verkündet unter jedem Lichterbaum. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Freude sein. Süße Dinge, schöne Gaben gehen nun von Hand zu Hand. Jedes Kind soll Freude haben, jedes Kind in jedem Land. Leuchte Licht mit hellem Schein überall, überall soll Freude sein. Gedicht für euch. Viele Jahre Heiligabend gebe ich das immer zum Besten. Und immer wieder muss ich nachlesen. Aber es ist ein wundervolles Gedicht und es heißt Wann ist Weihnachten von Rolf Krenzer. Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Laute beim Stummen verweilt und begreift, was dieser ihm sagen will. Wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos wird und das scheinbar Unwichtige bedeutsam und groß. Wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu, dann ist Weihnachten. Schnee.
der Englein erwacht. Hört nur, wie lieblich es schallt. Freue dich, das Christkind kommt. So, und jetzt habe ich noch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Du kennst sie auch noch nicht. Nee. Na dann, lausche mir mal. Das ist die Geschichte eines Pfefferkuchenmannes von Jens Paul Richter. Es war einmal ein Pfefferkuchenmann, von Wuchse groß und mächtig. Und was seinen inneren Wert betraf, so sagte der Bäcker prächtig. Auf dieses glänzende Zeugnis hin erstand ihn der Onkel Heller und stellte ihn seinem Patenkind, dem Fritz, auf den Weihnachtsteller. Doch kaum war mit dem Pfefferkuchenmann der Fritz ins Gespräch gekommen, da hatte er schon aus Höflichkeit die Mütze ihm abgenommen. Als schlafen ging der Pfefferkuchenmann, da bog er sich krumm vor Schmerzen. An der linken Seite fehlte fast ganz sein stolzes Rosinenherze. Als Fritz tags darauf den Pfefferkuchenmann besuchte, ganz früh und alleine, da fehlten, oh Schreck, dem armen Kerl ein Arm schon und beide Beine. Und wo einst saß am Pfefferkuchenmann die mächtige Habichtnase, da war ein Loch und er weinte still eine bräunliche Sirupblase. Von nun an nahm der Pfefferkuchenmann ein reißendes, schreckliches Ende. Das letzte Stückchen kam schließlich durch Tausch in Schwester Margaretchens Hände. Die kochte als sorgfältige Hausfrau draus für ihre hungrige Puppe auf ihrem neuen Spiritusherd eine kräftige, leckere Suppe. Und das geschah dem Pfefferkuchenmann, den einst so viele bewundert, in seiner Schönheit bei Bäcker Schmidt im Jahre 1900. Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Hol der Knabe in lockigem Haar, schlaf in
Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, ei, wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, das uns schlägt die Rettung. Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt. Ja, ihr Lieben, das war's mit unserem kleinen Weihnachtsspecial für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, dass ihr uns klickt und liked, dass ihr uns vielleicht weiterempfehlt und dass ihr uns vielleicht auf unserem Kanal wieder mal besucht. Schaut euch um bei Facebook und bei Instagram. Ihr könnt auch Lukas Naczynski besuchen, dann findet ihr mehr von uns und ich hoffe, dass wir uns bald in einem Konzertsaal wiedersehen. Und wir wünschen euch jetzt eine wunderschöne Adventszeit, alle beide. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten und ich hoffe, dass wir sie mit all unseren Lieben feiern können und dass wir ein herzliches, besinnliches Weihnachtsfest haben. Bis bald, ihr Lieben.